Hi, mein Name ist Lisa Röckener, ich bin 25 Jahre alt und neben dem Turniersport reite ich super gerne Shows. Hi Lisa, schön, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen und hinter die Kulissen blicken dürfen. Ja, hallo erstmal. Ich freue mich natürlich auch, dass ihr da seid. Wir starten hier in der Sattelkammer. Das Besondere ist aber, bei dir hängen nicht nur normale Reitklamotten, sondern auch so coole Show-Outfits. Wie kam es denn dazu, dass du deine Turniersachen gegen so coole Klamotten getauscht hast? Meine Show-Outfits sind ja nicht komplett ersetzt worden, die Turniersachen, sondern es gibt ja immer noch zum Glück beides. Aber bei den Showsachen ist es ja eigentlich nie geplant gewesen. Aber irgendwie hat sich alles so dahin entwickelt, dass ich mal ein paar Shows geritten bin und mittlerweile das Ganze ja weltweit zeigen darf. Wie waren denn deine Anfänge? Hui, meine Anfänge. Da war es so, dass ich mich tierisch gefreut habe, dass ich mein Vielseitigkeitspferd vor Valu eben mit Halsring reiten konnte und total happy war, dass er darauf reagiert hat. Und irgendwann war es soweit, dass ich halt einen schweren Sturz leider hatte. Man sagt damals noch leider, aber jetzt sage ich eigentlich, was die beste Entscheidung, die ich damals hätte treffen können, dass ich sage, ich höre erstmal auf mit dem Turniersport und ja, fange mit einem jungen Pferd nochmal ganz von vorne an und habe dann mit Valu halt 3,5-jährig angefangen. Bisschen, eigentlich soll es wieder Richtung Turniersport gehen, aber der war so frech, da habe ich viel Bodenarbeit gemacht, was eigentlich vorher gar nicht in meinem Kopf war. Und daraus hat sich das irgendwann so entwickelt, dass ich ein Showbild entwickelt habe. Und dann ging es nach Kiel zur Baltic Horse Show. Da habe ich den Talentwettbewerb gewonnen und dann kam ein Schlag nach dem anderen. Da ist auch schon unser Stichwort. Wir haben eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Oha. Ach, herrje. Nein! Deine allererste Show, Lisa. Ja, lange ist es her. Der Sprung. Wie geil. Oh, dass ihr die Aufnahmen habt. Oh, das gucke ich mir so gerne. Ich habe davon nur so eine ganz schlechte Auflösung vom iPad irgendwie ohne Ton, wo irgendwie nichts funktioniert hat. Und oh Gott, krass. Mit welchem Gefühl guckst du dir das an? Ja, so. Also immer, wenn wir irgendwie über die Entstehung und die Geschichte reden, kommt halt so diese Show in meinem Kopf, ploppt so auf, weil das halt der Moment war, wo ich, ja, wo irgendwie alles losging. Ne? Und da dachte ich, ja, ich reite mal so eine Show, fahre sogar bis nach Kiel so weit. Oh Gott, wie bescheuert bist du eigentlich? Fürs Turnier okay, aber nicht für eine Show. Und mittlerweile fahre ich auch über die Grenzen so. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Aber es ist so toll. Und ich weiß noch, wie stolz ich war an dem Abend, auch vor allen Dingen auf Valu, weil er da gerade erst 5 geworden ist. Oh, wow. Und dann diese riesen Menschen. Menge, für mich damals dann noch total viele. Ich weiß nicht, ein paar tausend saßen da, glaube ich. Und oh Gott. Aber wie war das, bevor du eingeritten bist? Hattest du Gänsehaut? Ich oder war, wie? Also es ging noch, also dadurch, dass ich da vor das Jahr relativ viele junge Pferde auf dem Turnier vorgestellt habe, habe ich so ein bisschen das mit der Aufregung, dachte ich, immer ablegen können. Mhm. Aber ablegen. Als ich dann in die Show reingeritten bin, dachte ich, was machst du hier eigentlich? Du bist doch eigentlich Turnierreiterin, jetzt machst du hier so ein Gedöns, was die anderen Leute wohl sagen. Aber ich, ja, natürlich war ich aufgeregt. Ich war fix und fertig. Ich dachte am Anfang, ich muss ein bisschen Haltung bewahren, ne? So ein bisschen ist das Show. Aber das habe ich in der ersten Show schon abgelegt und dachte, die Emotionen müssen raus. Ich habe einfach nur geheult. Also als ich da rausgeritten bin, man sieht, ich habe die Hand vorm Gesicht. Ich habe einfach nur gedacht, was ist hier eigentlich gerade los? Und was war es dann am Ende für ein Gefühl? Du hast ja tatsächlich dann ja auch gewonnen. Und das war so der Startschuss, oder? Genau. Also ich habe, als ich da rausgeritten bin, gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass es gerade ein Wettkampf ist. Für mich war das einfach, ich durfte meine Show präsentieren. Und dann kam mir noch Publikumsvoting und so. Und ich dachte, ach stimmt, da gibt es ja eine Platzierung. Aber für mich war das irgendwie erst nebenbei. Und dann hörte ich die in der Halle so jubeln und dann kam immer an, ey Lisa, du hast gewonnen, du hast gewonnen. Ich so, du hast gewonnen, ja, cool. Warte mal, du hast gewonnen, oh Gott, das war ein Wettkampf und so. Aber ich wusste da noch nicht, was das für Ausmaße danach haben wird. Also für mich war das relativ normal, ihn halt da frei zu reiten. Ich habe mich nur mega gefreut, dass er das halt auch vor dem Publikum gemacht hat. Alleine hättest du das Ganze natürlich nicht geschafft, sondern du hast einen ganz, ganz tollen Partner an der Seite, Valu. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal zu dem. Oh, gerne, gerne. Lisa, was ist denn Valu so für ein Typ? Beschreib ihn doch mal. Oh, Valu, ein ganz spezieller.
Also viele denken ja immer, er wäre so der ganz ruhige, total gelassene, der einfach alles mitmacht durch die Arbeit, die wir natürlich auch präsentieren. Aber er ist halt, also er kann auch richtig an sein. Also es sind so ein paar Kleinigkeiten, wenn dann irgendwas ist, dann ist er in dem Moment auch, wo man sagt, boah, was ist jetzt aus dem Pferd auf einmal? Wie so ein Baustellenschild oder so, was da letztens an der Straße stand. Aber grundsätzlich muss ich schon sagen, dass es ein Pferd ist, der sehr schnell runterkommt, der auch gelassen ist und auch auf den Shows, sonst könnte er das ja gar nicht so mitmachen. Also eigentlich mehr so der Kumpel, bei dem man aber ab und zu ein bisschen aufpassen muss. Und ansonsten, also grundsätzlich frech ist er gar nicht so richtig, aber vielleicht manchmal so ein bisschen unmotiviert und träge in dem Moment. Auch wenn es zum Beispiel ein bisschen wärmer ist oder so, dann merkt man das schon. Oder wir haben viele Shows auf einer Veranstaltung, dann merkt man zum Ende hin schon, dass er dann so ein bisschen müde wird, was ja aber nichts Schlimmes ist. Und da muss ich ihn dann schon mal so anspornen und sagen, komm Schatz, eine Show noch, dann darfst du wieder auf die Wiese. Jetzt hast du ihn ja schon, seitdem er 3 ist. Wie ist seine Entwicklung? Ja, ich habe ja damals selber gar nichts mit der Bodenarbeit so am Hut gehabt und habe ja durch ihn erst damit angefangen. Und das kam halt, da waren wir auch hier auf der Wiese und ich habe ihn geführt und ich habe halt versucht, auch mal auf der anderen Seite zu führen. Da hat er mich komplett über die ganze Wiese gezogen, so an der Longe. Dachte, nee, rechts akzeptiere ich dich nicht. Es ist halt ein junges Pferd, ne, der auch mal testet. Und dann habe ich mit ihm eben damit angefangen. Und ich glaube, durch diese Arbeit hatte ich ihn relativ schnell schon so auf meiner Seite und habe einen ganz guten Weg gefunden, der auch Höhen und Tiefen unendlich viele hatte. Aber trotzdem habe ich einen ganz guten Weg gefunden, sodass er immer so ein bisschen ja auch für mich kämpft. Und die Entwicklung, ich habe den größten Sprung von seiner körperlichen Entwicklung so jetzt im letzten Jahr gemerkt. Da war er dann 8 Jahre alt, wo ich immer dachte, das kann noch ein bisschen mehr Muskeln und Hals und hier. Und auf einmal dachte ich so, wow, was ist das für ein Pferd geworden? Und ja, doch, er hat sich schon eigentlich ganz gut entwickelt jetzt. Also ich glaube, wir sind schon relativ ähnlich, muss ich sagen. Also was wir beide doch ganz gut haben, ist halt so ein bisschen die Geduld. Also wenn es auch mal bei den Shows ist, ist es ja auch häufig so, ne, dass es mal länger dauert oder dass wir lange hinter den Kulissen warten. Dann heißt es, okay, ist ein Showbild eingesprungen, was weggefallen oder spontan reagieren. Und da sind wir schon beide so, dass wir dann auch sagen können, okay, dann liefern wir halt jetzt eine Viertelstunde eher oder eine halbe oder eine Stunde später unsere Show ab. Ansonsten chillt er natürlich auch gerne auf der Wiese, da bin ich ein bisschen anders. Ich bin dann eher so ein bisschen Richtung Workaholic, ich will immer was machen und Pausen sind da nicht so in meinem Leben drin. Was für ein Pferd braucht man denn für so Shows? Also als Grundlage ist es natürlich schon schön, wenn sie in sich sehr ruhig schon sind. Also jetzt nicht die, wenn irgendwo was ein Geräusch ist und die springen zur Seite. Das wäre etwas unpassend für eine Show. Aber ich glaube auch, dass so ein bisschen Ausdruck wichtig ist. Also gerade so in den Showbildern geht es ja nicht immer um die perfekte Reitweise, sondern auch darum, wie inszeniere ich das, wie sind die Effekte dabei und wie präsentiert sich das Pferd. Ich kann jetzt nicht sagen, jedes Pferd schafft das. Ich glaube halt, was wichtig ist zu wissen, dass es mit mehr Pferden geht, als man denkt. Weil für Außenstehende, die das nicht so kennen, ist das so ein bisschen magisch alles, was man als Endergebnis sieht. Aber dass dieser Weg dahin eigentlich ein plausibler Weg ist, den man gut auch mit den Pferden durchgehen kann oder lernen kann. So Sachen wie das Seilspringen und Steigen zum Beispiel sind auch Übungen, die mache ich gar nicht mit Schülern oder auch Leute, die mich danach fragen, weil das ist halt einfach schon von der Verantwortung her. Ich möchte nicht, dass da nachher was passiert. Beim Seilspringen, es sieht spektakulär aus. Wenn er sich irgendwie verheddert, lasse ich alles los und dann fällt das Seil runter. Hatten wir auch schon 1-2 Mal, aber jetzt ist, also es ist halt nie was passiert. Aber ich habe trotzdem Angst, dass Leute dann festhalten oder runterfallen. Dann heißt es hier, was dieser Röckener da macht, das ist total gefährlich. Wie wichtig ist da auch das Vertrauen zum Pferd? Sehr, sehr wichtig. Also Vertrauen ist ja auch immer die Frage, was ist Vertrauen eigentlich, in welche Richtung geht das? Also vertraut das Pferd mir? Ja, es ist schön, aber ich muss auch dem Pferd vertrauen. Das ist so wichtig dabei. Und es geht halt darum, dass ich halt irgendwie nicht Vertrauen verlangen kann, wenn ich kein Vertrauen geben kann. Und wenn man da mal eine ganz gute Bilanz gefunden hat, ist das, es ist schon wichtig. Gerade wenn ich da ganz frei irgendwie auch irgendwelche Sprünge oder im Gelände oder in der Show bin, da muss ich schon wissen, eigentlich vertraut mir mein Pferd und ich auch dem Pferd. Du arbeitest ja mit einem Lebewesen zusammen. Das heißt, du bist nicht so ganz frei in deiner Ideenentwicklung. Wo sind denn da vielleicht auch Grenzen gesetzt? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil gerade diese Grenzen, in der Show sagt man ja immer, man muss eine neue Show haben und neue Showbilder, neue Elemente. Aber ich kann ja nicht sagen, jetzt mach mal einen Rückwärtssalto und einen dreifachen Flickflack oder wie auch immer. Das geht halt einfach nicht. Und
da sind schon viele Grenzen, die uns da, sag ich mal, im Weg stehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fördern sie natürlich unsere Kreativität. Wir müssen gucken, wie kriegen wir die Sache halt nochmal anders aufgebaut und mit anderen Effekten, Musik, Outfits, ne? Und da, wie kriege ich das irgendwie umgebaut, dass es wieder spektakulärer aussieht. Also ich setze mich schon an den Schreibtisch, aber die Ideen wirklich, die entstehen einfach im Alltag. Manchmal, wenn man danach sucht und ich sage so, ich muss jetzt eine neue Show, dann klappt es einfach nicht. Und irgendwann kommt dann, boah, das könnten wir mal ausprobieren. Und dann hole ich gleich meinen Bruder ran und sage, komm, Mathis, wir müssen was bauen. Das aktuelle Showbild ist das, wo ich auch zwei Sprünge schräg springe. Das ist natürlich auch ein Element aus der Vielseitigkeit. Ich glaube, das ist schon ganz gut, weil man so ein bisschen anderes Gefühl dafür hat, auch nicht normalen Sprung anzureiten, sondern halt auch da mal flexibel sein muss, gerade in der Vielseitigkeit im Geländepart. Und, oder auch von meinem eigenen Körpergefühl, ne? Wenn ich jetzt so einen Tiefsprung ins Wasser habe oder einen normalen Tiefsprung oder irgendwie mal was nicht passt, dass ich mich schnell ausbalancieren kann. Und ich glaube, dass ich dadurch, dass ich da viel Erfahrung sammeln konnte damals, jetzt auch kein Problem habe, mich ohne Sattel durch den Parcours zu schwingen. Also da fühle ich mich eigentlich fast noch wohler. Natürlich in der Dressur nicht, da sehe ich schon zu, dass ich vor allen Dingen auch am Anfang ihn löse mit der Trense und da ist es ganz normal, dass ich eine Trense drauf habe. Wenn ich aber dann Parcours springe oder auch ins Gelände gehe, dann fühle ich mich wirklich komplett frei, einfach wohler. Also auch im Parcours ist das mit den Distanzen so, durch den Sturz damals habe ich immer angefangen, noch einen Glaubsprung mehr vorm Sprung. Ich schaffe noch einen mehr, weil ich immer Angst hatte, dass er zu früh abspringt und wir uns überschlagen. Das war halt mein Sturz damals im Gelände. Und wenn ich dann halt den Halsring habe, dann ist es bei mir eher so, dass ich, okay, ich reite jetzt wieder hin oder ich kann irgendwie andere Hilfen geben. Das ist ganz komisch. Viele verstehen das nicht, weil denken, wenn du doch Angst hast, fühle dich doch sicherer mit Trense, aber ich fühle mich sicherer ohne. Also für mich war früher irgendwie so das Geländereiten, war für mich immer die Entspannung neben dem Turniersport. Da hatte ich keine Shows oder keine Bodenarbeit und habe das alles noch sehr verbissen auch genommen und dachte, okay, jetzt ist die Sichtung, jetzt musst du dahin und das Turnier steht an und der Lehrgang und das ist wichtig. Und dann bin ich halt ins Gelände gegangen, wenn ich abschalten wollte. Und jetzt ist es halt so, dass ich meine Arbeit und mein Hobby, dieses freie Reiten, eben mit diesem Entspannen und Chillen irgendwie verbinden kann. Und ja, ich fühle mich einfach super frei im Gelände. Ich weiß, wenn ich jetzt den Halsring höher nehme, da ziehe oder irgendwie was mit meinem Sitz mache oder Geräusche, wie dieses Schst mache, da weiß ich, dass die Kiste steht. Das ist immer eine schwierige Frage, aber was ist denn Walu für dich? Oha. Ja, das ist eine schwierige Frage, das stimmt. Aber es ist für mich eigentlich mein bester Freund. Also es ist wirklich so wie meine zweite Hälfte. Also ich hatte da noch nie zu einem Pferd so eine enge Bindung. Also ich hatte ja schon viele Pferde, wir haben ja jetzt auch mehrere, aber Walu ist für mich, vielleicht auch weil es mit ihm alles anfing und er mir Türen geöffnet hat, von denen ich nie geträumt habe. Aber er ist, ja, also ohne ihn kann ich mir es gerade nicht vorstellen. Will ich mir auch nicht vorstellen. Wow, Lisa, das ist hier schon ein richtiges Pferdeparadies. Aber sag mal, wer hat das denn eigentlich hier alles gebaut? Also grundsätzlich bei den ganzen Sprüngen hat mein Papa und mein Bruder mir total viel geholfen. Die beiden sind ja auch beide Hufschmiede oder Mathis lernt es gerade. Und von daher haben wir eh alles, was die Materialien angeht, da. Die kennen sich gut mit Eisen aus und auch Papa mit Holz. Und somit haben wir hier alles in den Ferien immer zusammen gebaut. Das ist ja schon ein absolutes Familienprojekt bei euch. Deine Mama unterstützt dich beim Schneidern, dein Papa baut die Hindernisse, Mathis ist der Turniertrottel. Du hast die Jungs gut im Griff, oder? Ja, würde ich schon so sagen. Ja, ich glaube schon, dass sich das ganz gut ergänzt hier. Also ich glaube, ohne diese Familie hätte ich ja gar nicht, also wäre ich an dem Punkt jetzt nicht, wo ich jetzt bin. Also das ist für mich schon so eine Sache, also alle möglichen Unterstützungen, die von jeder Seite so irgendwie kamen, ob es Mama war, die einen motiviert hat oder Papa, der sagt, ja, wir bauen jetzt noch bis Mitternacht irgendwas oder ja, auch über Nächte lang dann durch die Gegend fahren mit mir. Also ich glaube, ohne die hätte es nicht geklappt. Dass Lisas Erfolg nicht nur etwas mit Glück zu tun hat, das sehen wir in der nächsten Folge. Da erleben wir Lisa ganz privat. Also seid gespannt.